Rekord. Herzlich willkommen. Heute bin ich mal mit Daniel im Bikepark Bodetal bei Thale. War irgendwie bisher noch gar nicht so auf meinem Radar, habe ich jetzt erst zufällig gesehen, dass es den gibt. Also wir haben mal letztes Jahr ein Plakat gesehen, dass er aufmachen soll. Ja, und jetzt gesehen, ist schon alles offen und dachten wir, gucken uns mal an, weil neue Strecken sind immer gut. Der Lift ist auf jeden Fall nicht der schnellste, aber die Landschaft ist schön. Ladies and Gentlemen, hier ist er. Daniel auf seinem Hardtail. Die strahlende Sonne der Hardtail-Fetischisten. Na gut, so weit will ich jetzt nicht. So, dann schauen wir uns jetzt erstmal den Harzer Roller an, Flowtrail. Wir sind eben aber schon mal den Brunhildenritt gefahren, die Enduro-Strecke. Ich dachte, das wäre gut zum Aufwärmen. Und ja, es ist gut zum Aufwärmen und auch gut zum Überhitzen. Aber gar nicht so schlecht. Schauen wir uns später nochmal an. War das ein Trab oder was? Ab. Jawohl. Den nassen Stellen hier. Puh, das war gar nicht so gut, ey. Oh Gott, jetzt sollte man da vorhin ein bisschen bremsen. Das ist gar kein Trail. Ah, vielleicht doch. Noch weiter.
Trail ist cool. So, jetzt haben wir mal hier den Brunhildenritt. Falls irgendjemand weiß, warum der so heißt, kann er so mal in die Kommentare schreiben. Ich habe keine Ahnung. Die anderen Namen kann ich mir erklären, aber weiß ich nicht. Aber wir machen Pausen? Ja, ne? Ich glaube, auf dem müssen wir Pause machen. Das schaffe ich nicht in einem Stück. Muss ich mal Cardio-Training machen. Ne? Das Loch hier, was soll das, ey? Oh. Ui, das vergesse ich immer, das da. Hier sind überall solche komischen Löcher, ey. Ich bin wirklich froh, dass es nicht noch trockener ist. Sondern am Flowtrail ist der doch irgendwie unflowig. Fahren wir das Stück noch, ja, ne? Hier halten kann. Oh, die Stelle ist fies, ey. Wie soll man das denn kriegen, damit da kommt, ey? Ich meine, was cool ist an der Strecke, man fühlt sich ein bisschen auf der IWS. Strecke. Das ist ganz cooles Feeling, aber da habe ich doch einen Zweig eingesammelt. Das heißt beim ersten Mal. Mann, ich dachte, ich schaff's mal daran vorbei, aber ich rutsche immer zu weit nach außen in diesen Kurven. Das ist aber auch gemein hier, ey. Aber ich habe auch den Baumstumpf angeguckt und dachte, fahr nicht dagegen. Und immer dann passiert sowas. Jetzt staubt dann hier alles zu. Mach doch mal nicht so einen Staub hier.
Was ist denn jetzt los, ey? Tja, das hatte ich auch noch nie, ey. Das ist ja genau die richtige Stelle dafür. Das ist mir jetzt zu spooky damit hier runter. Mein Lenker ist lose. Der hat sich dabei, auf einmal hat er sich quer gedreht. Scheiße. Bist du nicht hingelegt? Kurz davor, knapp vorne rüber gefallen. Gleich mal ein bisschen fester ziehen. Schon wieder die Scheißlein. Warum? Ja, der könnte echt gehen. Der geht nicht. Hui! Oh Gott! Arme Federung, armes Rad. Das ist schon übel. Besser, aber auch nicht gut. Okay, das ist echt blind. Bremszellen des Todes. Boah, der arme Daniel. Vorsicht! Was für ein Schlepper, ey. Alles gut? Ja, ich glaube schon. Bisschen auf den Ellenbogen, aber ich glaube, da war zum Glück gerade kein spitzer Stein. Obligatorischen Kratzer beim Bikeparkversuch. Den braucht man auch, ne? Ja, siehst du, alles gut gemacht. So, jetzt kommst du, nein.
Ich habe hier keinen Schutz am Ellbogen. Das ist gemein. Ich auch nicht. Ich habe hier einen Millimeter Stoff.